Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sport Total. Herzlich willkommen aus dem Paul-Janis-Stadion in Düsseldorf-Flingern. Die U23 von Fortuna Düsseldorf empfängt heute die U23 des FC Schalke 04. Hekerin, nicht ganz sicher, Boczek. Erste gute Gelegenheit dieser Partie. Diesmal kommt der Ball auch hoch rein. Allerdings kein Problem für Dennis Gorka. Und wieder können sie kontern. Jem jetzt. Montero läuft in der Mitte mit. Kann er da den Ball behaupten, Jem jetzt? Ja, immer noch. Jem jetzt mit dem Abschluss. Und das 1:0 für Fortuna Düsseldorf in der 18. Spielminute. Das ging viel zu einfach. Gorka fängt die Ecke und rollt ab auf Jem jetzt. Und der läuft einfach über das ganze Feld und erzielt das 1:0 für Fortuna Düsseldorf. Hekerin macht sich zwar lang, kann den Ball aber nicht mehr entscheidend ablenken. Und so führen die Düsseldorfer und ihr Keeper hat einen Assist. Da sehen wir es nochmal. Nicht vom Ball zu trennen und dann kommt ansatzlos der Abschluss. Hekerin ist zwar noch dran, kann den Einschlag aber nicht mehr verhindern. Verhindern die Düsseldorfer aber, dass da ein Schalker rankommt. Jetzt aber. Jetzt vielleicht die Möglichkeit, Kosuki geblockt. Oh, und der springt an die Latte. Marcinek war da mit dem Kopf dran. Passt auf, Cissé. Treibt das Spiel jetzt mal von selbst an. Immer noch Cissé. Immer noch. Und der Abstoß. Und was für ein Tor. Was für eine Bude von Ibrahima Cissé. Der Mann ist eigentlich Innenverteidiger. Erobert den Ball an der Mittellinie. Läuft über das Feld und schlenzt den Ball in den Winkel. Ein richtig schönes Tor. Zweiter Saisontreffer für den 21-Jährigen. Und was für einer. Schauen wir uns nochmal an. Da ist er auch nicht vom Ball zu trennen. Wien jetzt beim 1:0 und der Abschluss, der ist wunderbar. Der Ball landet im Knick. Nichts zu halten für Dennis Gorka. Sané stört nochmal gut. Çalhanoğlu. Guter Pass in Richtung Andreas Iwan in die Mitte. Sidi Sané, Sidi Sané, Sidi Sané. 2:1 für Schalke 04. Spiel gedreht. Und das war eine wunderbare Kombination. Andreas Iwan legt dann in die Mitte zu Sidi Sané. Und er trifft wie schon in der Vorwoche im 1:1 gegen Dennis Gorka. Da zeigt er, welches Potenzial er hat. Iwan wird bedient von Çalhanoğlu und dann setzt er sich da gut durch mit einer Körperbewegung und legt den Ball cool ins lange Eck. Albutat. Çalhanoğlu bedient Sané, der hat ein bisschen Platz. Dribbeln kann er und der Abschuss, nicht schlecht von Sidi Sané. Dennis Gorka ist aber zur Stelle. Ist natürlich eigentlich eher was für einen Linksfuß, der in Richtung Tor ziehen kann. Trotzdem macht es Iwan. Nein, er tippt an für Müller. Wieder so eine flache Variante. Und das ist ganz nett kombiniert. Iwan herein und das 3:1. Bebei macht den Treffer. Eingewechselt für den Torschützen Cissé. Und dann trifft er selbst. Und das war wunderbar kombiniert von S04. Eine klasse Freistoßvariante führt zum 1:3. Schauen wir uns das nochmal an. Der Freistoß. Iwan tippt an auf Müller. Dann bekommt Iwan den Ball aus der Mitte zurück, flankt und dann ist Boboi da frei am zweiten Pfosten und muss aus wenigen Metern nur noch den Kopf hinhalten. Ja, diesmal die flache Variante. Das sah aber nicht beabsichtigt aus. Eher als wäre der bei ihm abgerutscht.
bekommt die zweite Möglichkeit mit der Flanke. Und da ist wieder einer frei. Und die nächste Möglichkeit. Und nochmal geblockt. Kosuki war es. Warum legt er da in die Mitte? Er hatte das Tor frei. Das muss das 1:4 sein. Szene ist jetzt nicht mehr heiß. Abstiegssorgen im Verse-Stadion wie weggeblasen. Und momentan sieht es so auch aus, als hätte Schalke nichts mit dem Abstieg zu tun. Jetzt mit Sidi Sané und Çalhanoğlu. Guter Chipball und das 4:1 durch Kosuki. In der 65. Spielminute. Diesmal macht er das Tor. Sané legt zurück auf Çalhanoğlu. Der chippt in die Mitte. Und dann fliegt Soichiro Kosuki ein und macht seinen zweiten Saisontreffer im vierten Spiel. Hier sehen wir es nochmal. Sané zurück auf Çalhanoğlu und dann setzt er sich da ab von Gökhan und hat keine Schwierigkeiten, den Ball per Kopf im Tor unterzubringen, obwohl er nicht besonders groß gewachsen ist. Ich möchte jetzt hier nicht künstlich Spannung heraufbeschwören, aber mit so einer Standardsituation irgendwie als Mittel den Knoten platzen zu lassen, das wäre doch was. Der Ball geht da hin und her und der Ball ist auch drin. Justin Seven eben eingewechselt mit dem 2:4. Das war alles ein wenig chaotisch. Mansfeld hat sich sogar wehgetan, aber die Fortuna trifft. Da sehen wir es nochmal. Der Ball springt da nach hinten. Und dann ist es Justin Seven. Läuft sich da fest. Die Düsseldorfer haben den Ball. Bringen ihn nochmal raus. Und jetzt ist Schluss. Schalke 2 gewinnt mit 4:2 bei der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.